Eine mobile Schlagzeugschule. Die Idee klingt zunächst absurd. Bei genauerem Hinsehen und vor allem Hinhören erkennt man aber die Vorteile. Ferdinand Mauser aus Rottenburg hat sein Schlagzeug in einen ehemaligen Krankenwagen gebaut und trifft sich mit seinen Schülern an den verschiedensten Plätzen. Einmal waren hier im Auto von Ferdinand Mauser Medikamente, eine Liege und Verbandsmaterial drin. Heute steht in dem umgebauten Krankenwagen ein Schlagzeug. Mit seiner mobilen Schlagzeugschule fährt der Schlagzeuglehrer durch die Region und gibt Unterricht. Eine seiner vielen Stationen führte ihn auf den Rottenburger Marktplatz. Dort hatte er sich mit seinem Schüler David verabredet und half ihm dabei, es ordentlich krachen zu lassen. Mauser hat allerdings auch schon an ungewöhnlicheren Orten unterrichtet als auf dem Rottenburger Marktplatz. Und ansonsten sind es eigentlich total krass verschiedene Orte, weil ich fahre wirklich an ein ganz großes Gebiet und da sieht man wirklich alles. Vom Bauernhof, wo man steht, bis zum neue Designhaus, also man steht eigentlich überall. Seine Freundin hatte ihn auf die Idee für die mobile Schlagzeugschule gebracht. Er hatte oft im eigenen Zuhause gespielt und es natürlich ordentlich krachen lassen. Allerdings hatte seine Partnerin ihn dann aufgefordert, draußen auf die Trommeln zu hauen. Gesagt, getan. Schon bald kaufte sich Mauser einen alten Krankenwagen, rüstete ihn zur mobilen Schlagzeugschule um und ließ sich die Idee sogar patentieren. Von seinem Schüler David ist der Schlagzeuglehrer begeistert. Der mache seine Sache echt gut. Also bei der Musik dazu spielen, mal ohne Schlagzeug im Lied, mal mit Schlagzeug im Lied. Ich spiele dann auch mal ohne Lieder, einfach mal so, ich übe auch manchmal was. Wenn eine Unterrichtsstunde vorbei ist, packt Ferdinand Mauser schnell alles zusammen, steigt in seine mobile Schlagzeugschule und macht sich auf den Weg zum nächsten Termin. Wer es selbst einmal ordentlich krachen lassen möchte, findet auf der Website der mobilen Schlagzeugschule alle Informationen.